So, willkommen zurück bei der nächsten Aufnahme und ich muss ein bisschen leiser sprechen, weil wir hier noch bei dem Gebiet sind, wo vielleicht jemand ist. Ich weiß nicht genau. Ist hier jemand? Hallo? Okay. Keiner da und hoffentlich da oben ist auch keiner oder so. Okay, hier ist ein abgestecktes Gebiet. Hier ist ein fetter Überwachungsturm. Again. Und es piepst ganz wild. Piepender Kasten. And there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. Irgendein Zeug. Wie piep? Ist eine Messstation. This equipment is not stuff from the hardware store. Ja. Ich werde das mal fotografieren. Moment. Beweise sammeln. Ja. Schau aus wie so ein Turi. Okay. Hier war nur irgendwas zu melden. Achso, Bodenraster. Bodenraster melden. They're doing something with the soil out here too. It's all gritted off. Ja. Who knows what else they're up to? Hier ist noch irgendeine Kiste. Da ist nichts drin. Lädt gerade. Kein Kaffee mehr. No. Hier, mal schauen, was da im Zelt ist. Jetzt kurz warten, bis er fertig geladen hat. Wahrscheinlich speichert er gerade. Hm. Aber was machen die da? Hm. Wieso betreiben die so viel Aufwand? Vor allem so ein ganzes Zelt, ganze Ausrüstung, alles aufbauen. Nur wegen uns. Nur wegen unseren Gesprächen, oder was? Moment, mal ganz kurz. Die sind völlig laut. Moment, ganz kurz. So, weiter geht's. Wir sind jetzt hier im Zelt. Okay, hier schaut's ganz schön aus. Und hier blinkt's. Zelt. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. Okay. Buster Ledergurt. Nimm ihn mit. Sieht schwer aus. Diese Kiste. Oh. Oh. Moment. Anleitung für Wellenempfänger. I think I found the thing they used to track us. Holy shit. You know, you swear like a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy. Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. Holy shit. Locates any strong signal. Green light. Target straight ahead. Okay, das grüne Licht sagt praktisch, das Ziel ist genau geradeaus. Distance light. Strength of signal. Ah, distance ist rechts. Okay. Und tone gleich source of signal discovered. Source of signal discovered. Also, wenn man die Quelle findet, dann piepst's. Das können wir jetzt mitnehmen, so wie es ausschaut. Okay. Wave Receiver. Hm. Ja, gut. Dann nehmen wir das mal mit. Das ganz kurz warten, bis er fertig geladen hat. Diese Ladezyklen, die sind normal.
Aber wenn er gerade geladen hat, trotzdem. Der wird trotzdem nochmal laden. Ich glaube, wenn alles, wenn es irgendwie doch ein bisschen mehr Grafik gibt in dem Spiel, dann muss er das öfters mal laden. Aber das ist okay. Dann kann man kurz durchschnaufen. Jetzt. Wellenempfänger. They keep this wave receiver thing in a crate. I mean, it looks like their prize piece of equipment. Well, it's ours now. Okay. Ghostbusters. Folge dem Piepen des Geräts. West, Nordwest, Norden, Nordosten, Osten. Ah, okay. Das ist jetzt wie ein Kompass. Piepen melden. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Also hier geradeaus ist irgendwas. Aber hier ist auch irgendeine Ausrüstung. Campingkocher melden. I just wonder where they are. All of their stuff is here. Ja, aber echt. Figure out what that thing does and then get the hell out. Was, da steht der Power steht drauf. Okay. Das ist ein Mini-Kompass, jetzt sehe ich es erst. Okay. Das Signal ist irgendwie so schief draufgeklebt. Halt. Sieht man das? Ja. Das sieht man hier vor allem besser. Also hier. Das Signal ist voll schief draufgeklebt. Pusher. Pusher. Hier ist ein Notizblock. Wir sind Blätter ohne Ende, aber nichts drauf. Okay, ich gehe jetzt mal zum Geräte. Vorräte? Fragezeichen. Geräte. I found their main monitoring desk. You should get out before they come back. Oh. Also hier. Hier. Ablage mit Berichten. Gerümpel. Durcheinander. Klemmbrett. Moment, ich mache jetzt hier mal das frei. Schwarze Box. Aha. Aha. Ah. Subchecks. Henry. Delilah. Observation report. Are you what the fuck? Me? What is it? There's a folder of reports here. What do they say? They're assessments about the two of us. There's stuff in here about Julia. Like what? Stuff I didn't tell you. This is... What does it say about me? You said there was one about me. And it looks like they've been following me around. What I do when I'm out hiking? Jesus! Naja. Henry, do you hear me? Wohin wandert? Since you and your boyfriend are still together. What? We're not. They're messing with us. Yeah, okay. They are. How do they even know who he is? How the hell does this... I'm so sick of letting these people do this to us. We should just burn the place down. Was? Think about it. Ja, alles niederbrennen. Worst case scenario. Yeah, fuck them. Dump an ocean of water on it, and these assholes will spend the rest drauf, of the summer picking up the pieces. We get to finish out our contracts. Okay. Hell, we'll even call in the fire. Yeah, okay. You don't sound too excited about that. I'm not. Look, worst case scenario. Der ganze Wald brennt nieder. Der Feuerwehrmann stirbt. Auch scheiße. A firefighter dies trying to put out what we started, and we live with that on our conscience for the rest of our lives. Yeah. Worst case. Well, maybe it's not the best idea. Nicht so wirklich. Yeah, it's definitely not the best idea. Ah, so fucking wound up. Oh, ist echt krass. Centus, einen wunderschönen Nachmittag. Servus. It's all right. I'm just gonna hike back. We have the wave receiver and tomorrow we can figure out what to do. Ja, das stimmt. Ja, okay, also wir haben ja den Wellenempfänger. Ich lese mir jetzt gleich mal die Berichte durch.
Liebe Grüße aus der Bib. Centus, du wirst gerade lernen, oder was? Oh, krass. Was musst du lernen? Hier ist... Was war da? Ich könnte doch irgendwas melden. Pinwand melden, Karte melden. Shit. Got a map here that confirms they're tracking my... our... people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. Aber hier war ich doch nicht so oft. Im Thunder Canyon ja, aber hier doch nicht. Ja, ist nur grob wahrscheinlich. Bericht über Delilah. Check Delilah. Okay, seit 10 Wochen. Ich werde mal hier übersetzen auf... Gut. Genau. Zuverlässig, trotz Alkoholismus. Aufmerksam, charismatisch, eigennützig. Verzerrte Wahrnehmung persönlicher Vergangenheit. Fuck. Relevante beobachtete Tatsachen. War nie verheiratet. Keine Kinder. Geht selten wandern und verlässt ihre unmittelbare Umgebung kaum. Mehrere Affären trotz Langzeitbeziehung. Oh, übel. Manipulierbarkeit 3. Abgezeichnet durch Programmleiter EG. Okay, wir werden das mal mitnehmen. Und hier ist noch Bericht über Henry. Spielperson Henry, Alter 39. Seit 10 Wochen observieren die uns. Entdeckungslustig, geradlinig, das ist schon mal cool. Reizbar, passiv. Schuldbewusst, direkt und zurückhaltend. Übersicht Zielperson. Zielperson hat volle Aufmerksamkeit der Vorgesetzten gewonnen. Vertrauen noch wissenschaftlich nachzuweisen. Alles deutet auf volle Kooperation hin. Kooperation für wen? Nachtrag. Zielperson könnte Kenntnis des Tests besitzen. Abbruch der Beobachtung angeraten, weil Zielperson Posten verlässt. Manipulierbarkeit 9. Abgezeichnet durch Programmleiter EG. Das ist scheiße. Was haben wir hier noch? They're measuring the barometric pressure too. Wieso, ja? Why? Maybe it's just a diversion. Bewegungsmanöver. Lempfett. Lempfett melden. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. Hier Zielpersonen. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Ja, wer ist das? Die Goodwins? Die Teenager bestimmt. Maybe the missing girls? Like, they're still out here and these people are following them? Maybe, it's possible, naja, right? Kann schon möglich sein. Then why haven't you seen them? I don't know. I really think you should just get out of there, okay? Get home and we'll regroup. Ich verstehe nicht einfach dort, der Typ hinter uns, dann haut uns wieder eine über den Schädel. Er ist direkt und zurückhaltend. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz, Dude. Bisschen programmieren. Oh cool, letzten Donnerstag war ja erst Semesterstart. Na, was programmierst du denn zurzeit? Oder welche Programmiersprache bearbeitest du zurzeit? Was für ein Anfänger hat ihn denn da beobachtet? Ja, der hat sich voll beobachten lassen von uns. Wir haben jetzt alles aufgedeckt, ja? Also, nicht alles, aber das meiste. Subject. Wer sind denn wir? MFMM. Also, das ist die Delilah. Werden wir hier halt lesen. Oh, Zielperson, Frequenz, Geschlecht, soziale Rolle. Das ist die Frequenz, die Leute uns abhören können. Häufiger Weggang aus Gebiet to Forks, das sind wir. Das hier ist weiblich, also Lala. Vermeidungsverhalten. Echte Daten konsultieren. Das hier M&M kenne ich nicht. Nicht erwidertes Verlangen nach Beischlaf. Konflikt mit anderen männlichen Personen. What the fuck? Wer ist das? Und das hier ist noch unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. M. Keine Ahnung, wer das ist. Ich weiß nicht. Nehmen Sie mit. Das Killer ist nur eine Randerscheinung. Dude! Wie das ranzige Verunkel, das an der Existenz des Dudes hängt. Oh.
Wie war euer Wochenende letztens? Ihr habt's doch gestreamt. Habt ihr denn irgendwas gemacht? Hättet ihr Fortgang oder so? Habt ihr letztens ein cooles Wochenende gehabt? Hier kommen noch Geräte melden. Ja, damals zu den 80er Jahre bestimmt. Bestimmt damals sehr unverhältnismäßig gewesen. Einfach nur jemanden zu beobachten. Hier ist der Seismograph. There's a box here with a dial. It has a needle, like it measures earthquakes. You mean like a lie detector? Yeah, I'm not sticking around to get hooked up to it. Also, es schaut schon aus wie ein Seismograph, aber es könnte auch möglich sein, so einen Lügendetektor rauszumachen. Hier ist noch ein Feldbett. This place sleeps three. They've got a row drei. Of pots here. Ja, drei Leute. Ja, ich hau jetzt glaube ich echt ab. Hier gibt's nichts mehr, oder? Nee. Okay. Okay, ich muss mich verpissen. Piep, piep. Piep, piep. Okay. Ich hau jetzt ab. Hier kommt da keiner. Hier ist der andere Funkturm. Abhauen, abhauen, abhauen. Immer noch wach. Angel Tank, servus, einen wunderschönen Nachmittag. Wir hauen jetzt ab. Wie hoch ist dein Skill Level bzw. bezüglich Web Development? Dude will nur angeben, ja. Da, hier müssen wir drüber springen. Yep. Wow. Okay, oh, gleich mal alles zerstören. Oh oh. Henry? Ja. I think there is smoke coming from north of Jonesy Lake. That is suspiciously close to where you just were. Es ist genau da, wo wir waren. Ja, ja, auch Jesus, melden. Okay, yeah, I see it. What the hell happened to you? It's definitely not the best idea. It wasn't me. What do we do? Das war ich echt nicht. Wir ignorieren es, wir melden es, ich weiß nicht. Ja, melden ist sicher gut. We just call it in like any other fire. Ja, ja, klar. And what about who started it? What about them? The person who started it? Yeah. We're talking about people watching us out here who are now burning the forest and everything in it around us. I don't know what to do about that. Except get the hell out. Yes, get us the hell out of here. I will. Boah, krass. Okay, also, da hat jemand... Hä? Aber ich hab doch kein Feuer gelegt, oder? Es war kurz nach uns. Hier will jemand wieder angeben. Was? Bootstrap, Query, JavaScript, bisschen Webdesign. Ah, cool. Ich geh mir damit nicht so aus, also zumindest bei dem, bei JavaScript zum Beispiel. Bin eher so PHP und Visual Basic, RBA, da kenne ich mich damit aus. Und HTML ist klar, aber HTML kann ja jeder. Oh, krass. Also, wir haben jetzt halt einen Haufen Zeug mitgenommen, einen Haufen Beweise zumindest. Was machen wir jetzt damit? Das Ding hat zum Brennen angefangen. Das heißt, die Beweise sind sowieso im Arsch. Das Killer kann bestimmt kein HTML. Ja, genau. Warst du nicht vorhin schon Tag 77? Ich weiß nicht mehr genau. War ich schon 77? Ich habe nicht mehr so aufgepasst bei den Tagen. Ich hatte mit 12 einen Kurs Coding for Girls und habe HTML gelernt und dann Webseiten programmiert. Oh. Aber klar kann ich nix. Ich habe mir das HTML übrigens selbst beigebracht über Webseiten oder über Buch. Es ist ja nicht so schwer, sage ich jetzt mal, HTML. PHP ist doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Macht aber voll Spaß, finde ich. PHP programmieren ist voll witzig. Da konnte er so viel machen bei PHP. Aber das war ja auch nur dazu mal. Aber die Basics kann ich noch. Ja, die Basics. Die braucht man heutzutage nicht mehr, weil man hat ja normalerweise CMS. Ein CMS, das
Das CMS, das macht eh alles. Und was wirst du da großartig HTML noch programmieren können? Und alles schon über CMS fertig im Baustein. Zack, zack. Und dann steht die Webseite. Ja, das ist das Traurige. Die bringen mir heutzutage nichts mehr. Ja, das stimmt. Stimmt echt. Man schaut, dass man früher noch so selbstdesignte Webseiten gemacht hat, so mit diesen typischen Blink-Hintergründen, Sterne oder irgendwelche krassen Farben. Boah. War die Hochzeit von HTML. Boah. War das eklig. Da bin ich schon froh, dass es jetzt halt so relativ einfache Webseiten gibt, so an, wirklich so schöne fürs Auge. Laden dauert immer ein bisschen. Aber leider keinen Einfluss. Ich habe einen guten PC, aber das Spiel ist das, was länger zum Laden braucht. Kurz warten, bis der Tag geladen ist. Ja, und Musik immer auf Dauerschleife. Also beim Programmieren, meinst du? Ein paar meiner alten Perlen sind sogar noch online. Achso, hat mal die Musik auf Dauerschleife. Stimmt. Die Hintergrundmusik. Ich bin da nicht ganz unschuldig. Ich habe das damals auch gemacht. Ich habe damals so eine Eishockey-Webseite programmiert. Und im Hintergrund die ganze Zeit so ein Song gespielt. Das von, wie heißt denn das? Ja, das typische Ice-Ice-Baby. Das kennt ihr ja. Immer die ganze Zeit, Eis, Eis, Baby. Da, 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 da. Eis, Eis, Baby. Das, die auf Dauerschleife ist, muss für die Leute schrecklich gewesen sein, die das angehört haben. Ich schäme mich heute noch dafür. Dude, zeig uns mal deine alten Perlen. Deine alten Perlen von den ersten Webseiten, die du online gestellt hast. Das wäre witzig. Kannst gern reinstellen, du wirst nicht gebannt dafür. Das ist. Ich hab den Bot, normalerweise habe ich gesagt, jeder kann Links posten. Aber nicht übertreiben. Im Hintergrund von diesen fiesen Webseiten, genau. Alles blinkte und es lief immer Musik. Bei mir lief der Button-Soundtrack, der Buffy-Soundtrack. Buffy, geil, Buffy, das waren noch Zeiten, hä? Geil. Der Buffy-Soundtrack. Schicke ich gerne privat, aber nicht öffentlich, da man sich aus den Daten vieles ziehen kann. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, genau. Gerne privat, kannst du mir gerne per Flüsternachricht schicken. Das darf mich mal voll interessieren. Ja, ich glaube, das braucht nur ein bisschen, bis fertig geladen hat. Ich würde sagen, wir unterbrechen das Ganze jetzt halt. Wir würden einfach nächsten Sonntag weiterspielen. Bei der nächsten Session. Dann machen wir das so. Dann sehen wir uns beim nächsten Stream, nächsten Sonntag. Ciao, Servus.